Augen brennen. Oh, verdammt, das ist zu viel. Was geht, Leute? Ja, heute sind wir in Asakusa und ich habe einen Gast dabei. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen für Leute, die dich noch nicht kennen. Na klar. Mein Name ist Issa Mamur, komme natürlich aus Deutschland, hört man ja auch. Sehr gut. Bin hier im Prinzip zum Urlaub hier, das vierte Mal schon mal in Japan. Und ja, ich wohne hier in der Ecke in Asakusa und habe mir den Danny mal rangenommen oder er mich rangenommen. Ja, dass wir gegenseitig. Du machst doch was mit Bobschlitten, habe ich gesehen, in deinen Insta-Stories und so. Genau, wie, ja. Wie sieht's denn da aus? Also, erzähl doch mal was dazu. Ja, ich bin Bobsportler der deutschen Nationalmannschaft. Ich starte im Europacup bei den Junioren. Ich bin jetzt zwar schon 24 Jahre alt, aber das geht auch bis zum 26. Lebensjahr. Und ja, das mache ich jetzt auch professionell. Sehr gut, Bobschlitten. Sehr nice, sehr nice. Also dann schauen wir uns heute mal ein bisschen Asakusa an und wir nehmen euch mit. Euch. 2. Boah, ist wieder viel los hier. Typisch, ist immer so in Asakusa am Tag, ne? Ja. Die absolute Touristenmeile. Ja, ja. Ich genieße es immer nachts hierher zu kommen, wenn da sehr wenig los ist oder gar nichts los ist im Prinzip. Das stimmt, ich sollte auch noch mal nachts zurückkommen. Hast du dir eigentlich auch mal so Touristenzeug gekauft oder sowas? Ja gut, ich meine, für ein paar Bekannte. Ah, ja, ja. Stehen halt auf sowas, ne? Die stehen auf sowas, ja. Genau, mein Vater zieht auch gerne diese I Love Tokyo T-Shirts an. Dann habe ich ja mal jetzt mitgebracht im Training, zieht er das auch tatsächlich immer an. Das finde ich geil. Und wir haben sonst so kleine Figuren oder ja. die Tempel in Miniaturform kommen immer ganz gut an. Ja, ja. Ja. So Gacha und sowas und auch sowas hier. Ja, hier gibt es auch einiges. Zeug. Kommt ganz gut. So, hast du was zum Empfehlen? Du warst ja schon mal hier, schon ein paar Mal in dieser Gasse. Was zu empfehlen? Ja gut, also ich stehe generell auf japanisches Essen. Ja. Wenn man hier durchläuft, zu empfehlen. Also ich esse gerne hier Taiyaki. Taiyaki hier? Also ja, also in der Nähe. Also man muss ja gleich hier vorne rechts rein, in der Einkaufsstraße, überdachten Einkaufsstraße. Da gibt es Taiyaki mit Süßkartoffel. Oha, oha. Und auch generell viele Speisen mit Süßkartoffel. Das scheint jetzt gerade, ich dachte, es wäre nur im Herbst. Es ist jetzt auch anscheinend im Frühling. Ah. Es ist noch ein bisschen kalt, deswegen kommt das ganz gut, glaube ich. Ja. Es gibt auch Süßkartoffelschnaps. So. Imo Shoujo. Also was trinkst du oder trinkst du nicht? Ich trinke gar nicht. Ach stimmt, du bist ja, genau. Genau. Da war ja was, Du sollst ja auch aktiv bleiben und nicht betrunken sein. Richtig. Ich glaube, ich trinke zu viel deswegen. So. Dafür läufst du ja noch geradeaus, das passt doch. Gerade so, ja. Sehr gut. Genau, ja, Senpai ist heute leider nicht dabei. Der ist jetzt Snowboarden in den japanischen Alpen. Er ist wirklich Snowboard. Kann man machen. Ah, der nimmt da gerade mit seiner GoPro auf. Also, der hat sich auch so einen Gimbal geholt für seine GoPro. Und da schlittert er jetzt quasi den Hang runter und macht dann hier Yo-Yo-Yo. Kann man in Japan auch machen. Das kann man machen. Wie auch nach Okinawa, um die Zeit zu gehen und da irgendwie zu surfen, ne? Ja, ja, ja. Warte mal, ja doch, Okinawa müsste ganz nett sein, ja? Ich habe ja gerade geschaut, so 20 bis 25 Grad ist nice. Geht, ja. Nice. Ich meine, das Wasser wird etwas kalt sein, aber wir haben auch in Enoshima gestern noch ein paar Surfer gesehen. Ja, ja, ja. Was heißt nur ein paar, wir haben sehr viele Surfer gesehen. Also ich glaube, die trainieren da auch so ein bisschen, ja. Jetzt für den Sommer. Ah, Enoshima und so, da bin ich auch gerne. Wenn es warm ist. Ganz süß hier. Oh, was haben wir hier? Schau dir mal die an hier. Nice. Die Shiba Inus hier. Hier kannst du Zeugs für Hunde kaufen, also Accessoires hier. Hast du denn ein Haustier? Ich habe kein Haustier. Ich würde gerne lebend einen Shiba Inu bei mir zu Hause so bekommen heißen. Ja, genau. Sehr, sehr süß. Sehr geil, ja. Aber leider, ja, passt es nicht so bei mir zu Hause. Ja, ja, ist wahrscheinlich. Aber ich sehe mir das gerne an. Jedes Mal, ja. Immer süß, wenn die in Japan hier durch die Gegend laufen. Ah, dieses Halstuch da, das ist cool. Warte mal. Was ist denn das? Also, das sieht aus wie so ein Räubertuch oder so. Kannst du als Kopftuch benutzen, wie es aussieht? Nice. Edo-Style, würde ich sagen. Wir haben hier die Katzen hier. Die typischen Souvenire, die man auch so gerne aus Japan mitbringt. Ja. Kleine Figürchen, Anstecknadeln und sowas. Ich wollte schon die ganze Zeit so ein Dumbodo haben. So diese Figur da. Cardboard hier. Ja, Cardboard. Ja. Irgendwie, aber ich will den normalen, also ohne irgendeinen Aufdruck oder so. Ja. Der ist so schwierig zu bekommen. Irgendwie. Keine Ahnung, ich mache irgendwas falsch, glaube ich. Du musst da Akihabara und dann einfach mal alles auf den Kopf stellen. Ja, ja, Akihabara, da was, muss ich vielleicht mal wieder gehen. Ja, ne? Oh, hier gibt es Masken.
Ich habe mir mal so eine Fuchsmaske geholt zu Halloween. Also war voll schwierig, damit rumzulaufen. Irgendwie. Aber so eine Maske wäre nicht schlecht, auch so als Souvenir, oder? Ja, mit der langen Nase. Ja, der Tengu. Ich glaube, hier gibt es auch ganz viel Kitsch. So. Mein Gott, das ist ja genau das typische dafür, Japan, was die Leute gerne genau aus dem Westen sehen. Das wollen die Leute ja haben, ne? Danach fragen die Leute. Oha, was ist denn da? Da wird gerade irgendwas vorgetragen. Ja. Oh, ich glaube, wir kommen gerade zu einem Festival oder so. Nicht verkehrt, sind wir genau richtig. Sind wir genau richtig, fast als wäre es geplant gewesen. So. Aber ich plane nicht. So. Die Genie beherrscht das Chaos. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich es beherrsche, aber ich bin Chaos. So. Ach, du schaffst schon. Oha, das ist so... Oh, nice, nice, nice. Oh, da kommen wir genau richtig. Nice. Oha, jetzt müssen wir gucken, wo sie langlaufen. Dann müssen wir Platz machen. Wir gehen am besten mal hier. Ja, der geht gerade durch. Ja, wir müssen die Touristen einen Platz machen. Ja. Ah, nee, der kommt hier. Ah, kommt hier um die Ecke. Jetzt kommt er um die Ecke, verdammt. Mitnehmen. Nice. Vielleicht machen wir mal so ein bisschen hier auch noch Selfie-Footage. So. Oh, da zu viel. Warte mal. Nein, nein, zu wenig. Zu viel. Jetzt. Ja, ja, ja. Warte mal. Was? Moment. Wir sind schon schwer zu navigieren. Also ich freue mich schon auf den Sommer auf jeden Fall. Also da gibt es noch ganz viel mehr Festivals und solche Umzüge. Also das wird nochmal richtig gut. Wann kommst du eigentlich wieder? Also bist du jetzt nur einmal im Jahr hier oder? Im Prinzip einmal im Jahr, wenn die Saison vorbei ist. Ja. Sommer ist schön, ja. Ist auch viel Hanabi und sowas. Ne? Ich finde Sommer ist zu heiß. Ja, ja, aber so. Es ist verdammt warm. Es ist einfach nur schwül. Das Wetter macht einem echt zu schaffen im Sommer. Das macht einen mürbe, oder? Das macht einen mürbe. Also es ist schön hier im Sommer, aber es ist anstrengend, hier auch rumzureisen, auch hier zu laufen. Und ja. Ich finde den Frühling ganz nett, weil es ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Ja. Also da kann man einfach mal rumlaufen. Finde ich gut, ja. Okay, das waren unsere Tipps für die Jahreszeit. Okay, dann machen wir mal weiter. Okay, laufen noch ein bisschen Hanabi zum Hanabi war richtig, ne? Ich verwechsel das immer. Hanabi ist Kirschblüten gucken. Genau. Und Hanabi ist Feuerwerk. Genau. Ich habe gerade überlegt. Oh, das ist gut. Die Pagode ist fertig. Weil als letztes Mal hier war, da war die noch irgendwie im Umbau oder ja, so. Echt? Ja. Wann war das ungefähr? Oh, das war von einem halben Jahr vielleicht? Da war ich mal kurz hier. Ja, weil da hinten gibt es irgendwie ein Gebäude, da kannst du aufs Dach rauf. Und dann kannst du hier quasi alles sehen, die ganze Straße. Das Tourismusgebäude. Genau, das Tourismusgebäude. Und da war das aber einfach nur eine riesige Baustelle, diese Pagode. Du hast sie nicht gesehen. Nee, ich war letztes Mal hier 2016, da war alles so, wie es jetzt heute ist. Ne? Wurde schon renoviert. Und dann haben sie es wahrscheinlich noch mal ein bisschen aufgefrischt. Genau. Also, die wollen die Kamera mit so einem Ding in der Hand, das machen die Leute immer klar. Ja, die wollen mich unbedingt mit rein. Finde ich aber gut, dann haben wir mehr besseres Footage oder so. Oh. Krass, wie viele Stände es hier gibt, ne? Also ich glaube, Maskenstände gibt es da ja auch schon. Fünf Stück oder so in der Straße. Ja, und Laternen und sowas. Ja, und Laternen. Das sieht auch gut aus, also ich finde es nicht schlecht. So, ein bisschen Kimono, Leute. Nein, falsche Richtung. Okay, nochmal. Nein, zweimal. Siehst du, ich hab's noch nicht so ganz unter Kontrolle. Alles cool. Ist noch relativ neu, ja. Oh, jetzt wird's warm. Ja, die Sonne knallt, ja. Die Sonne kommt raus für uns. Willst du noch was essen? Noch ein Mochi? Yakimochi? Ja, das können wir machen, ja. Da stehen ein paar Maronen gibt's auch noch hier. Ja. Ich dachte, da muss man sich ein riecht Stück auch schön. Ja, ja. Riecht so marktmäßig. Mhm. Auch ein Charme dieser Einkaufsstraße hier. Ja. Ist ja so ein Touristenmagnet hier, Touristenspot so richtig. Genau. Ich finde so dieses Schild da so ein bisschen anti-immersiv. Das Schild. Jetzt haben wir das unimmersive Schild da. Wundervoll, die blühen noch nicht so ganz. Warte mal, doch jetzt hier. Oh, you watch the bag, I'll watch you. Nice.
Ja, ist halt Wochenende, ne? Auch ein schöner Anblick, immer die Damen in den Yukatas hier, ne? Ja. Eine ganze Menge. Wobei, könnten auch Touristen sein, die sich das extra so machen. Ja, nicht alle. Mhm. Man hört sie ja manchmal sprechen. Ja, achso, okay. Wobei Japaner selbst sind eigentlich auch Touristen, die herkommen. Teilweise schon. Ja, ne? Die kommen auch von woanders. Die wollen dann nachher auch das Feeling haben. Ja, ja. Sind halt nicht so wie ich und leben hier. Ja, ja. Wir leben hier. Für kurze Zeit zumindest. Für kurze Zeit, ja. Wie viel waren das jetzt hier? Wie viele Meter sind wir durchgelaufen? 300 Meter? 200 Meter? Ja. Ich muss mal sagen, wenn ich da hinten schaue. Eine ganze Menge auf jeden Fall. Ja. Das war ein gutes Training. So, spricht der Profi. Oh, jetzt der Arm wird schon müde, was? Okay. Genau, wie gesagt, letztes Mal, als ich hier war, war die Pagode noch im Bau oder im Umbau. Aber jetzt können wir uns die mal angucken. So. Sehr schön. Haben sie die Farbe schön neu gemacht, glaube ich. Das hier finde ich cool, das Ding da. Die Sandale? Die Sandale. Seht ihr die Sandale? Die Schuhgröße müsst ihr erstmal erreichen, ja. Ah ja, und da ist noch eine. Und im Hintergrund seht ihr den Skytree. Nice. Aber wir haben so viel gelernt in den letzten Wochen. Senpai und ich. Man, das wird immer schneller, ne? Ja, das wird immer effizienter. Du weißt, jetzt die Arbeitsabläufe auch, ja. Ja, ja. Workflow haben wir so langsam. Ja, ja. Ist halt schwierig mit Vollzeitarbeit dann noch nebenbei alles zu machen, aber für unsere Follower machen wir das. Ah hier, da gucken wir uns nochmal hier die Räucherstäbchen an. Die Damen und Herren wollen sich ganz sicher keine Rauchvergiftung holen, sondern... Ja. Sie wollen, wie sagt man, sich den Segen holen der Götter... Nee, nicht der Götter, warte mal, das ist ein buddhistischer Tempel. Okay, hier gibt's keine Götter. Ja, sie wollen sich den Segen Buddhas holen, beziehungsweise sich reinigen. Mhm. Aber das ist ja auch immer von Schrein und Tempel unterschiedlich, was genau das macht. Ja. Ah ja, willst du mal rein? Genau. Ich will mich auch mal reinigen. Genau, Isam hängt sich jetzt mal rein. Man hängt sich ja normalerweise nicht so in die Dinge rein, aber er macht es jetzt. So? Ja? Wundervoll. Wow. Meine Augen brennen. Oh, verdammt, das ist zu viel. Meine Augen brennen. Oh. Okay. Ist okay. Es reicht. Ich fühle mich gut. Reicht. Es bedeutet nur Gutes. So, ich habe mich erholt. Hast du dich erholt? Jetzt geht's wieder. Ja, ich fühle mich jetzt auch irgendwie frischer. Also so ein bisschen gepökelt fühle ich mich. Aber kennst du ja. Wie so eine Räuchersalami. Sensoji. Sensoji. Das heißt, es ist ein Tempel. Ich bin mir manchmal nicht so sicher. Weil ich glaube, in buddhistischen Tempeln darf man auch nicht filmen. Deswegen. Ich glaube, drin ist mit Filmen schwierig. Nee. Ja. Deswegen bleibt man mal so ein bisschen hier. Regeln und so. So. Großer Anfang heute hier. Tja, Isam, was machen die da oben denn eigentlich? Was klimpert denn da? Die schmeißen Geld in den Abgrund. Die schmeißen Geld in den Abgrund, sehr gut. Und da hoffen sich dann gute Sachen. Das finde ich gut, ja. Okay. Bewegen. Ja gut, das war's dann auch erstmal. Von unserer Seite aus zumindest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was würdest du sagen zu unserem kleinen Spaziergang durch Asakusa? Verdammt cool. Hat mich gefreut, überhaupt dabei zu sein. Ja. Mach weiter, Danny. Yay, sehr gut. Hat mich sehr gefreut. Ich bin auch froh, mal wieder in Asakusa zu sein. Weil ich glaube, ich war schon ein halbes Jahr mindestens nicht mehr hier. Und ja, die Zeit muss man sich halt nehmen. Aber für euch mach ich. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Dann wir sehen uns beim nächsten Video. Okay, irgendeine Geste machen oder so. Ciao. So.